Ich bin sehr erstaunt, wie grün es doch hier ist. Leckern, leckern. Vollkommene Körperbeherrschung. Liebe Wanderfreunde, es ist Wochenende und wir sind wieder unterwegs. Und dieses Mal, man kann es schon im Hintergrund sehen, es ist ein bisschen älter. Wir sind gerade am Schloss Broich, einer Burganlage aus dem 9. Jahrhundert. Wo befindet sich dieses Schloss? In Mülheim an der Ruhr. Und, ja, was uns hier erwarten wird, wissen wir auch noch nicht ganz genau. Es ist städtisch, aber wir hoffen natürlich auch wieder auf ein paar sehr schöne Naturpunkte auf der Strecke. Und ja, wenn ihr Lust habt, seid mal wieder dabei und folgt uns wieder. Heute ist kalt, darum muss ich jetzt meinen Schal mal ein bisschen richten. Warte eigentlich nur noch auf Schnee. Hier hinter mir gibt es gerade eine schöne Information, ziemlich interessant. Das bezieht sich zwar jetzt hier auf die Fahrradfahrer, aber gerade in der heutigen Zeit hier mit Corona wichtig ist, vergesst nicht, die Vitamine zu euch zu nehmen, damit ihr genügend Abwehrkräfte habt, um auch weiterhin gesund und munter hier durchs Leben zu gehen. Ich habe vor einiger Zeit meine Ausbildung gemacht zur Fachkompetenz für ganzheitliche Gesundheit. Gerade habe ich euch ja das Infoplakat mit der Vitaminzufuhr gezeigt und wie wichtig es ist, dass man während einer Wanderung oder Radtour oder überhaupt sportlichen Aktivität und in einer Freizeit genügend trinkt und auch Vitamine dem Körper zuführt. Also es ist nicht zu unterschätzen und das bezieht sich nicht nur auf den Sommer, wenn man merkt, dass man halt Durst hat, sondern auch gerade im Winter sollte man zwischendurch ruhig etwas trinken. Und in den Wintermonaten, muss ich sagen, habe ich also eigentlich keine kalten Getränke dabei, sondern ich habe immer Tee mit dabei oder auch warmes Wasser. Denn der Körper muss das Wasser sonst erst wieder erhitzen, sozusagen auf Körpertemperatur bringen und das kostet einfach wieder Energie. Jetzt haben wir schon die Hälfte der Strecke hinter uns. Wir sind jetzt ganz nah hier am Ruhrufer im Naturschutzgebiet. Hinter uns könnt ihr die Ruhr sehen. Ja, und so eine Hälfte der Strecke, das ist bei mir immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge verbunden. Und da kann ich euch auch gleich sagen, dass das jetzt erstmal vorerst die letzte Rundwanderung ist. Im VRR gewesen ist. Und ich komme eigentlich jetzt wieder in den nächsten Wochen darauf zurück, was eigentlich der ursprüngliche Gedanke war beim Wandern im VRR. Nämlich an einem Punkt zu starten und an einem anderen Punkt, an einem anderen Bahnhof aufzuhören. Und
da eigentlich diese Flexibilität zu haben, zu sagen, ich gehe jetzt bis hier oder ich gehe noch ein Stück weiter. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee bei Wandern im VRR. Und mir persönlich gibt es unheimlich viel Spaß zu sagen, ich gehe heute 12 Kilometer oder hänge vielleicht noch Kilometer dran oder verkürze einfach. Das macht mir einfach sehr, sehr viel Freude. Und deshalb wird es auch die nächste Zeit wieder vermehrt Streckenwanderungen geben, die von Ort zu Ort gehen. Und ich hoffe auch, dass du dann wieder mit dabei sein wirst und uns dann weiterhin folgst. Denn wir bleiben dabei, dass es immer wechselt zwischen Niederrhein-Ruhrgebiet und Bergischem Land, sodass auch immer für jemanden vor der eigenen Haustür irgendetwas dabei ist. Und das ist schließlich halt auch der Hintergedanke. Wieder für diese Wanderung. Es war ein wirklich schöner kleiner Mikrourlaub wieder vor der Haustür. Das, was wir auch uns auf die Fahne geschrieben haben mit Wandern im VRR, mal den ganzen Tag draußen zu sein, die Natur zu genießen. Und was mir persönlich sehr gefällt, ist einfach der Kontrast zwischen Stadt und dann bist du in kurzer Zeit wieder draußen, irgendwo in der Natur. Du bist hier an der Ruhr direkt. Du hast die Ruhrauen hier gehabt, ein Naturschutzgebiet, wunderbar, mit vielen Tieren und viel Natur drumherum. Sehr ruhig an der einen Stelle und auf der anderen Seite auch dieser städtische Kontrast. Mir persönlich gefällt das immer sehr gut. Wenn dir das auch so gut gefällt wie uns, dann würde ich sagen, lass einen Daumen oben wieder hier und abonniere den Kanal, dann entgeht dir auch gar keine Wanderung mehr. Natürlich wirst du auch alle Links wieder unter dem Video finden, die für dich halt wichtig und hilfreich sind, die auf die Webseite führen. Da kannst du übrigens auch dann die ganze Strecke kostenlos downloaden und mit deinem GPS-Gerät dann halt mal nachwandern. Vorhin habe ich schon mal gesagt, dies wird vorerst die letzte Runde gewesen sein. Natürlich höre ich nicht auf mit Wandern im VRR, um Gottes Willen. Dafür macht es mir einfach viel zu sehr Spaß. Die nächste Zeit wird es mal wieder von Ort zu Ort gehen, ein paar Strecken geben, die bestimmt auch in deiner Nähe sind und die auch dir Spaß machen werden, vielleicht mal nachzuwandern und zu sagen, Mensch, ich wusste gar nicht, dass ich sowas Tolles hier in meiner Umgebung habe. Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal, eure Heike.